Ja, servus, Jong, willkommen zu noch einer Edition von Burger Boys. Und ihr wisst, ich mache das nie alleine. Und heute habe ich the one and only Mr. Christess in der Hand. Okay, guck, ich habe lange überlegt. Burger Boys soll ja alle Burger der Welt testen. Mhm. Und wir testen heute mal Burger King. Okay, natürlich dürfen wir nicht im Burger King drehen, weil wir nicht freie Journalisten sind. Well, wir sind eigentlich schon, aber deswegen gehen wir hier in meinen gemütlichen Shaggin' Wagon. Jetzt kommt's. Leute, haltet euch fest. Ihr habt noch nie eine offizielle, extrem gute, hochprofessionelle, wie nennt man das auf Deutsch? Burgerverkostung? Burgerverkostung gesehen. Und das werdet ihr jetzt sehen. So, okay. Ambiente können wir nicht raten, weil wir sitzen in meinem Auto. Aber wie findest du es in meinem Auto? Ich finde es relativ gemütlich, ja. Es ist doch immer so, dass die Leute durch den Drive fahren, deswegen kann man es eigentlich bewerten. Siehst du? Die Sitze sind auf jeden Fall bequemer als drinnen. Ja, so, wir haben zwei Whopper. Ich habe einen Special Whopper bestellt, den African Whopper. Der ist schwarz, okay? What the fuck? Okay. Der sieht echt super verrückt aus. Der sieht gut. Also ich denke, wir fangen mal an mit dem Aussehen. Wir raten jetzt mal das Aussehen. Also, dein Burger sieht eigentlich... Ich habe den klassischen Burger, ja. So wie er immer aussieht, ja. So wie ihn jeder kennt. Ja, meiner sieht ein bisschen schwarz aus. Das heißt, eigentlich müsste man den Leuten mehr Punkte geben, weil die sich ein bisschen was einfallen lassen, dass man auch mal einen schwarzen Burger essen kann. Die Soße sieht ein bisschen, auf Nam-Slang sagt man Sif aus. Also, nicht so lecker. Aber sonst, also Aussehen, komm, ich bin mal nice. Aussehen sag ich 7 aus 10. Ich finde auch, also es gibt weitaus schlimmere so irgendwie, wo ich schon ausgepackt habe. Das kommt halt immer drauf an, wer sie einpackt, aber ja. Sag es. Es ist halt aber auch nicht so einer, wie du sonst immer testest, so high class, so gut. Ich würde ihm 6 Punkte geben. Ja? Okay. Wir testen als nächstes den Patty. Also Patty, das Fleisch. Irgendwie so leicht still gerade bei uns hier, weil wir uns konzentrieren, wie das eigentlich schmeckt. Mich macht das Mentally gerade ganz kaputt, dass ich in so ein schwarzes Ding reinbeiß. Schmeckt es denn anders irgendwie so ein bisschen? Mein Kopf sagt, es schmeckt anders, aber eigentlich, wenn ich jetzt meine Augen zumachen würde, schmeckt es eigentlich genau gleich. Aber nur, weil das so aussieht. Ich versuche gerade, wie ich es schön formuliere für das Patty, dass man es nicht... zu krass hated. Ich weiß nicht, was das ist. Siehst du das? So ein bisschen warzig da unten. Ja. Ich weiß immer nie, was das ist. Und wenn du halt, wie zum Beispiel im letzten Video, so einen richtig dicken, saftigen Patty hast, der ist schon halt was anderes als das. So ein Tiefkühl fertig schnell gemacht irgendwie. Ja. Guck, man muss sagen, natürlich mit der ganzen Chemie und alles, was die und wie sie sich auskennen, machen die, wenn ich das nur das Fleisch esse, schmeckt es schon irgendwie lecker. Das heißt, sie haben irgendwelche Geschmacksverstärker da drin, die einfach nur gut schmecken. So. Nur. So muss ein echter Burger muss eigentlich nicht so sein. Der muss, vor allen Dingen, das ist so dünn, ne? Mhm. Das muss mindestens, hey, guck mal hier, ich habe ein grünes, what the fuck? Was? Ich habe ein grünes Haar hier drin. Oh nein! Ein Patty muss mindestens 3-mal so dick sein, das heißt, die sind immer sehr, sehr dünn. Und dafür, ich als Namibianer, der eigentlich von morgens bis abends Fleisch isst, muss für diesen Patty nur 2 aus 10 geben. Und 2, weil das Fleisch, weil da ein bisschen Fleisch drin ist. Ich würde ein bisschen höher, ich würde tatsächlich 4 geben, weil viele gehen halt hin. Man isst es halt, wenn man Hunger hat, so irgendwie. Aber du hast recht. Also, als nächstes raten wir den Bun, bevor der Burger ganz weg ist. Deiner sieht klassisch gut aus. Bröckelt ein bisschen oben. Ist nicht so gut. Das bewerten wir eigentlich bei den Burger Boys immer sehr schlecht. Ich bin halt auch nicht so ganz ein Fan. Ich esse gern herzhaft und nicht so arg süß. Und ich finde, der Patty, der Bun, ist ein bisschen süß, so zuckrig. Ich weiß nicht, ob deiner genauso ist. Ja. Er ist süß. Mhm. Ich hätte ihn gerne ein bisschen weniger süß. Meiner ist ein schwarz. Bisschen dazu. Ja. Es ist groß, es bröckelt, aber es ist zu süß ein bisschen. Gut, es sind genügend Sesamkerne drauf. Zählen die jetzt noch bitte, damit dein Rating 100% genau ist.
Ich würde tatsächlich wieder nur 4 dafür geben. Ich würde jetzt so 2,5 Punkte geben. Okay, sag mal 3 Punkte geben, weil es hält. Weil es aber schwarz ist, gebe ich einfach nochmal 1 Punkt mehr. Deiner bröckelt gar nicht so arg, ne? Nee. Meiner. Siehst du? Deswegen gebe ich 4 Punkte. Nice. Vor allem, weil er schwarz ist. Du Racist! Als nächstes testen wir die Soßen, aber bevor wir die Soßen testen, will ich euch ein bisschen mehr erzählen über die History zwischen Chris und mir. Okay. Wie wir uns kennengelernt haben, basically, war... Ich denke, es war auf dem Schiff bei Mediakraft, dieses große Schiff, da haben wir es erstmal gesehen. Da saß ich mit Max im Neustar, du kommst an, yo, ich bin der Chris, und Max so, yo, wer bist du überhaupt? 2014 war das, 2014, oder? Genau. Und naja, und dann ist da viele YouTube-Sachen, dann trifft man sich ab und zu mal hier und da bei den Video-Days, Backstage, bei dem Foto, wo man Fotos macht und so weiter. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, wer ist dieser Typ immer hier, der dann mit seiner Sonnenbrille rumläuft und so weiter. So, hä? Was ist mit dem los? So in die Richtung. Aber das denken so viele von mir auch. Und dann, mein biggest Moment war, ich habe bei den Video-Days beim Vivi-Soko-Song-Contest mitgemacht, um da performen zu können. Und auf einmal checke ich auf mein Instagram, boom, you've been tagged, und dann an so einem Video. Da geht Mr. Chris Tess hin und fordert seine Leute auf, nein, es muss man sagen, fordert seine Fans, seine Follower auf, hey, please, votet einmal für Ease. Ich habe sehr viel in der YouTube-Industrie gemacht und habe so viel schlechte Erfahrungen gemacht, dass Leute alle so Ego, ich, Kamera ins Gesicht, ich bin der Geilste, ich bin der Schönste. Und hier kommt auf einmal Chris von links her, von rechts, und von irgendwo postet auf einmal und sagt, ey, please, unterstützt den. Da will ich nochmal Danke sagen, finde ich echt seriously cool. YouTube braucht mehr Leute wie Chris. Und deswegen sitzen wir heute hier und ich esse einen schwarzen Burger. Richtig. Ich habe das leider halt auch oft früher mitbekommen, so dass man mit anderen drehen wollte, weil früher war es, genau, jederzeit ist das schwer, wenn man klein ist und man möchte ein bisschen größer werden. So. Ja. Und dann haben ganz viele einfach abgesagt oder nie so gemeldet. Und ich dachte so immer, wenn es mir jetzt schon so geht und wenn irgendjemand anders mich fragt oder Unterstützung braucht, der fühlt sich dann genauso. Und ich weiß, wie er sich fühlt, das lässt sich auf alle Lebenssituationen übertragen. Auf jeden Fall. Anyways, zurück zu den Burgern. Wir testen jetzt die Soße. Ich habe den Burger fast leer. Soße ist immer ein ganz wichtiges Thema, weil du kannst den besten Patty haben, das Fleisch, besten Bun, sehr gutes Gemüse, und dann haust du eine Scheißsoße drauf und dann ist der ganze Burger am Arsch. Okay. Soße-mäßig bin ich leider wieder enttäuscht. Vielleicht ist mein Standard extrem hoch. Hier ist so eine braune Soße drauf, die mir am Anfang schon aufgefallen ist. Und die schmeckt so heavy nach Barbecue. Aber diesen Stinch-Barbecue. Und das finde ich nicht gut. Was ist Stinch so genau? Stinch ist so stechenden. Also ich bin mir gar nicht sicher, was ich hier habe. Ich glaube, das ist ein Burger. Das ist einfach... Ich denke, das ist ein Burger. Das sieht einfach... und schmeckt nur wie Mayo. Das ist praktisch wie so eine dünnflüssigere Mayo-Soße, oder? Ja. Also von Soße kann man da nicht sprechen. Ich kann nicht mehr wie 2 Punkte geben für diese Soße, weil die ist einfach zu heavy. Wenn ich einen Burger esse, möchte ich das Fleisch schmecken. Ich möchte den Salat, ich möchte das alles schmecken. Und ich will nicht eine Soße haben, die das alles so durcheinander macht. Hat schon mal jemand 0 gegeben? Ja. Okay, dann würde ich tatsächlich 0 geben, weil der Burger mir, glaube ich, ohne Soße besser schmecken würde. Ja? Wow! Und zu guter Letzt testen wir den Salat und die Tomaten, obviously. Knackig, Eisbergsalat. Das ist das einzige Grüne in meinem schwarzen Gedöns hier. Was ich nicht like, ist, das sind diese großen Tomaten. Diese ganz großen. Ich weiß nicht, wie die heißen, aber die sind groß. Fleischtomaten, glaube ich. Ja. Exactly. Und die sind oft sehr wasserig. So, deswegen in diesem Fall... Aber you can't hate the Gemüse, deswegen... Es ist 5 knackig. Aus 10. Der Salat ist nicht matschig. Er ist halt so getränkt in dieser Soße. Deswegen kann ich es schon wieder schwer definieren. Deine Soße da. Dein Soßenproblem. Schmeckt wie eine normale Tomate. Ja, ne? Ach komm. Okay, ich gebe 6 Punkte. Ja? Mhm. Ich mache auch 6 Punkte, weil... Es ist das Gemüse... Ich kann hate the Gemüse. Genau. Ich kann hate the Tomate. Deswegen, die Tomate kann nichts dafür, dass sie auf diesem Burger hier ist. Also wir haben uns eine Sprite mit Flavor geholt. Du hast, glaube ich, Erdbeer genommen. Mhm. Ich habe Himbeer genommen. Here we go.
es ist halt gut, dass du kommst da hin und hast nicht immer dieses Standardzeug, Cola, Fanta, irgendwas. Und ja. Es ist halt ein Flavor drin, aber ob es jemandem schmeckt. Guck, damals, wenn ich jetzt so 5 Jahre alt wäre, ich würde so, wow, Sprite, Himbeer, wow. Ne, das ist so. Lila. Das ist eigentlich ein bisschen hart, weil das Ding ist, wir Menschen sollen mal weniger Zucker essen. Ich gebe einen Bonuspunkt für die Idee, dass du dieser Flavor überhaupt gibst. Ich würde tatsächlich auch nur einen geben, weil es das gibt. Es ist ein bisschen innovativ, so ja. Automat habe ich sonst noch nicht so gesehen mit so vielen Flavoren. Mhm. Ich wurde anständig erzogen, das heißt, ich werde dieses Ding jetzt hier reinwürgen und aufessen. Du brauchst es bitte nicht, weil ich sehe, du struggles da mit deiner Soße. Okay. Oh! Man könnte sehen, sie aus, als ob er auf seine Hose gekommen ist. Oh Mann. Hey, du warst so excited. Oh. Chris 22 kann immer noch nicht essen. Nee. Ey, das sieht richtig schlimm aus. Das sieht schlimm aus. Vor allem zwei Jungs sitzen im Auto und der eine wischt sich was von der Hose runter. Ja, und wir haben es gemacht. Wir haben Burger King getestet. Extra für euch. Die Rating könnt ihr natürlich dann hier sehen. Ja, der schlechteste Burger, den wir jemals gerated haben. Das ist nicht so der Hammer jetzt. Aber und warum denkst du, ist das der schlechteste? Es ist einfach der schlechteste, weil es einfach so klassisch ist. Man geht da hin, das ist so Alltagsessen, man holt sich schnell was, wenn man was im Magen haben möchte. Aber ja. Es ist halt kein Burger, wo man jetzt sagt, ich gebe da auch so keine Ahnung, 10 oder 12 Euro aus, aber dann kriege ich auch was Geiles dafür. Ja. Wenn ihr das Video auch cool findet, dann bitte lasst einen Daumen nach oben da. Bitte checkt für die Chris noch nicht kennen. Checkt mal hier unten rein, ich habe einen Channel verlinkt. Könnt ihr mal ein bisschen reinchecken, echt cooler Dude. Ja, ich bin froh, dass wir dieses Video gemacht haben. Und jetzt wisst ihr alle, wie gut der Burger King ist, getestet von den Burger Boys. Yes, ja. Yeah.